Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal, einfach weil es jetzt schon eine Weile nichts mehr Neues dazu gab und ich euch immer nur auf Facebook oder Instagram was davon zeige und nicht auf YouTube, was zeigen, was es jetzt alles schon so bei Zauberhaft Clothing so gibt, weil ich habe ja, wenn für die, die es noch nicht wissen, weil jetzt in letzter Zeit auch ein paar Leute dazugekommen sind, ich habe vor einer Weile, also vor 2-3 Monaten oder so, ich glaube eher so 2, habe ich sowas wie eine eigene Klamottenmarke, Linie, wie auch immer, gestartet oder versucht zu machen und habe das Zauberhaft Clothing genannt, wegen Zauberhaft, weil Sorceress, Zauberin, Zauberhaft und ich fand das cool. Und ich finde, Zauberhaft ist ein schönes Wort und hier fliegt Flose rum. Und ja, also das ist halt in Zusammenarbeit mit Getshirts und da gibt es halt, also ich komplett alleine designe die Sachen halt und male sie und gestalte sie und fotografiere und mache sie. Und ich lege da halt auch Wert drauf, dass ich das wirklich alles selber mache. Und deswegen ist es jetzt vielleicht nicht so ultra, also ich finde sie toll, sonst würde ich sie euch nicht ans Herz legen oder zeigen oder in die Öffentlichkeit bringen. Aber es ist halt nicht so... Jetzt, ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass es irgendwelche krassen, mega tollen Kunstwerke sind. Also ich gebe halt mein Bestes und versuche halt von allem so das Schönste zu machen, was ich halt kann. So, und weil es mir wichtig ist, dass alles da irgendwie so aus meiner Hand kommt, wenn ich es schon nicht selber drucken kann, weil das wäre halt einfach von Aufwand halt zu viel. Ja, jedenfalls ist alles so aus meinem Kopf und meinem Ich und meinem Fotograf und meine Malerei und meinem Bild dabei. So. Und das ist mir halt auch wirklich wichtig, dass ich das halt irgendwie, dass es halt irgendwie meins ist, so mein Baby. Wisst ihr, was ich meine? Und ich zeige euch jetzt einfach nochmal die Sachen, weil da sind auch ein paar Sachen dazugekommen. Klar, ein paar Basics, was ich euch schon mal gezeigt habe. Zum Beispiel so, was mein allerliebstes bis jetzt ist. Aber ich habe noch 2 neue in Planung, die finde ich auch sehr toll. Die kommen ein bisschen in die Richtung. Also auf jeden Fall auch was mit einem Text, der mir sehr viel, also den ich sehr cool finde. Und ich finde halt immer so eine Statements, dieses Because today you're stronger, habe ich ja schon mal auch schon mal erklärt, was ich mir darunter vorstelle. Ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend. Aber es ist halt für mich ist es halt so ein Push gewesen immer früher, wo es mir nicht so gut geht, dass ich halt so dachte, hey komm, heute zeigst du es denen, heute bist du nicht mehr der kleine Mensch, der du gestern warst und du lässt dir das nicht mehr gefallen, was die Leute mit dir machen. Und heute schaffst du das und heute machst du das. Und halt dieses, so einen kleinen Push, dass es heute besser wird. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, das ist so mein emotional liebstes Oberteil-Design bis jetzt. Und ja, dann zeige ich euch mal noch die anderen. Das habe ich euch auch schon gezeigt, ist auch so noch ein älteres, so ein Kussmund-Design-Dingsbums. Ach ja, und von denen gibt es natürlich auch alles. Also es gibt das, also die ganzen Dinge gibt es in T-Shirts, so mit V-Ausschnitt, so wie das. Mit Rundhalsausschnitt, so eine Tops, so wie das hier gibt es die. Und, ja, es ist halt so ein normales Top, ne? Und, ja, dann gibt's die auch noch als Pullover. Und, bei dem, was ist, also, das ist auch mein Lieblingspullover, der ist leider nur gerade in der Wäsche. Von diesem Because Today You're Stronger gibt es auch eins mit Rückenprint, was ich sehr cool finde. Aber das kann man dann ja nicht mit jedem machen, aber, ja, das ist halt sehr cool. Das ist auch, kommt auch, glaube ich, ganz gut an. Den haben auch einige gekauft, was mich sehr freut, weil ich finde, erstens ist es, der hält halt super warm, also der ist ultra flauschig von innen. Und ja, ich finde es mit dem Rückenprint saugeil. So, dann haben wir hier nochmal dasselbe Design, halt auch nochmal so das Stronger Design. Das war mein Auslöser. Ja, halt auch mit diesem Top. Ach ja, und falls einige sich wundern, also ich kaufe immer, ich kriege die ja als euch Zeigeexemplar, habe immer eine M und ich trage normalerweise so, ja, 34, 36. Also ich denke mal, das fällt eigentlich ganz normal aus. So obenrum. Also es ist halt wirklich ganz so angenehm, die M. Also nicht so irgendwie so eng oder so. Also wenn ihr wirklich sehr zierlich und klein seid, dann würde ich euch wirklich auch empfehlen, kleineres zu nehmen. Also ich bin jetzt auch nicht so mega, aber ich nehme halt immer eine M, weil ich finde das angenehmer und gemütlicher. So, dann hier das. I prefer black and white. Einfach so ein Spruch. Und das ist übrigens, weiß ich nicht, ob euch das interessiert, aber das Bild habe ich in beziehungsweise auf Teneriffa gemacht. Und ja, das habe ich dann einfach nur da drauf geschrieben, weil ich finde es irgendwie cool. Und ich mag Schwarz-Weiß sehr gerne und ziehe gerne Sachen in Schwarz-Weiß an, die Kombi, wie zum Beispiel das und zum Beispiel das und zum Beispiel das ist auch Schwarz-Weiß-Silber, wie auch immer. Und
Ja, dann auch mal noch mal so ein Schwarz-Weiß-Design. Also bei mir ist jetzt sehr viel Schwarz-Weiß-lastig, weil ich es einfach schön finde und selber gerne mag. Deshalb, ja, aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel die Schriften und so, das gibt es auch in verschiedenen Farben. Also ihr könnt auch zum Beispiel die Schrift in Pink oder in, ja, so rosa, würde ich eher sagen, nehmen und halt auch auswählen. Ihr müsst nicht alles auf schwarz haben. Ihr könnt euch auch auswählen, ob ihr die Sachen lieber auf hell, also auf weiß haben wollt, auf weißem Untergrund oder auf grau gibt es, glaube ich, auch auszuwählen. Und das könnt ihr euch dann alles auswählen. Das wird dann für euch speziell gedruckt. So, und wenn ihr das bestellt habt. Und dann das ist das andere, das ist so ein Rosenmotiv. Und ja, falls ihr euch wundert, ich habe halt oft dieses Z drin, weil ich für mich gerne möchte, das ist so dieses quasi von, also das Zauberhaft-Z von dem Markenlogo-Dingsbums. Und ich möchte halt gerne, dass das überall irgendwie so ein bisschen, also fast überall halt irgendwie mit vorkommt, dass das so ein bisschen so ein kleiner Faden ist, der sich so durchzieht, dass man erkennen kann, auch wenn man vielleicht das Design noch nicht kennt, falls es mal irgendwann so sein sollte, dass die Sachen echt voll gut ankommen, dass man dann sagt, hey, wow, das ist doch bestimmt davon, weil das ist aus dem Z, wisst ihr, was ich meine? Halt, ja, dann haben wir hier ein Beanie. Und der ist ultra plüschig. Und hätte ich jetzt nicht meinen Cap auf, würde ich den auch aufsetzen. Und ja, Beanies will ich auch noch ein paar neue entwerfen. Da weiß ich noch nicht, weil da kann man halt auch nicht alles drauf machen. Man kann halt nicht irgendwie jedes Bild da drauf machen, weil das halt dieser Patch ist. Und ja, bis jetzt halt nur das Z, aber die ist halt auch so. Also ich mag sie. Ich finde das cool. Aber ich mag auch das Z. Ich glaube, ich sollte das auch mögen, weil ich da, wenn ich das ja mache, sollte ich da irgendwie auch hinterstehen. Ja, das habe ich auch selber gezeichnet. Ist jetzt nicht so die höchste Zeichenkunst so, aber ich finde es ganz okay geworden. Und ich habe euch bei Facebook gefragt gehabt, ob ihr die Sachen cool findet, ob ihr Bock drauf habt oder ob ich das einfach nur lassen soll. Und ihr fandet das cool, deswegen gibt es die jetzt auch als Designs. Und ja, einmal hier diese Dame. Und da ist in dem Amulett unten so ein kleines Z drin. Und natürlich gibt es das auch wieder auszuwählen, so auf allem. Also ihr könnt halt immer, jedes Design könnt ihr eigentlich auf fast allem haben. So. Und dann haben wir noch diese Dame, die ich gezeichnet habe. Und ja, das sind so erstmal die Sachen. Ich sitze auch schon wieder gerade noch an neuen Sachen, die ich gerade versuche zu entwerfen, habe ich ja eben schon erzählt. Und bin da sehr aufgeregt, was ihr dann dazu sagt. Und ihr könnt mir gerne auch eure Meinung zu dem, was euch am besten gefällt oder so, in die Kommentare lassen. So positive Sachen sind immer schön, dann geht es einem immer besser, als wenn jetzt alles irgendwie scheiße ist. Ja. Deshalb würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach unten in die Kommentare schreibt, welches euer Lieblingsding ist. Oder ob ihr vielleicht sogar schon eins gekauft habt und ob ihr damit zufrieden seid oder nicht. Und ja, ich sehe dann immer ein paar Bilder auf Instagram und so. Und da freue ich mich immer total drauf, wenn ihr mich dann darauf verlinkt und so. Und das macht mich sehr fröhlich. Und ich finde das sehr süß, dass ihr euch da so drüber freut. Und das ist voll cool, Leute mit Sachen rumzurennen zu sehen, die man irgendwie selber gemacht hat. Das ist irgendwie cool, wenn man das so entwickelt hat, also so da sitzt und das malt und dann 30.000 Mal auf dem Computer macht und das ist halt echt schwierig, wenn man das nicht gelernt hat, finde ich. Vor allem so Dinge von Papier auf T-Shirt so vorzubereiten, ist gar nicht so leicht, wie ich immer dachte. Und ja, ich hoffe, dass euch das kurze Video gefallen hat und meine Haarfarbe ist immer noch voll cool. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich sie sehe. Deswegen gucke ich auch immer noch mehr Display. Aber ich gebe mir Mühe, ich gucke euch an. Ich versuche euch anzugucken. Aber es ist so komisch, weil man hat so, es ist halt auch merkwürdig, wenn man mit sich selber redet, wenn man sich anguckt, aber so sieht man gar nichts, außer so ein kleines rundes, schwarzes Ding, wo man reingucken muss. Und das ist echt gar nicht so einfach, da die ganze Zeit reinzugucken. Vor allem sieht man dann die Spiegelung von seinem Mund da drin. Das ist auch verwirrend. Ja, jedenfalls. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr gut auf euch auf und ich packe euch den Link zum Shop, wenn es euch interessiert, nochmal gerne in die Infobox und bis dahin, tschüss!